Im Wirtschaftsleben kommt es auf korrekte Zahlen an. Ob Geldgeber oder Geschäftspartner, alle wollen wissen, ob die Zahlen des Gegenübers denn auch wirklich korrekt sind. Dafür gibt es Wirtschaftsprüfer. Das ZDF Frontal hat den Finger mal in die Wunde gelegt und gefragt, ob Wirtschaftsprüfer in Deutschland zu mächtig sind, ob die Strafen zu milde sind, wenn sie mal wieder einen Skandal an der Backe haben, wie etwa beim Wirecard-Skandal, und was sich ändern müsste. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir mal ganz genau drauf, was denn die sogenannten Big Four, die vier größten Wirtschaftsprüfer des Landes, so treiben, was sie falsch treiben und wie man das reformieren könnte. Da hat sich seit dem Wirecard-Skandal einiges getan, allerdings viel zu wenig. Was sich getan hat und was sich tun müsste, darum soll es heute gehen. Bevor wir gleich reinstarten in eine Dokumentation vom ZDF Frontal, die haben sich das Ganze nämlich mal genauer angeschaut, lasst mich euch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter, denn hier erscheinen regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem, was ihr hier auf YouTube kennt. Wer Geld für die Welt unterstützen möchte, ob hier in Textform oder auf YouTube in Videoform, der kann das über den Geld für die Welt Newsletter machen. Damit kriegt man Zugang zu allen Artikel. Einige wenige sind nämlich hinter einer Paywall. Als unabhängiger Autor bin ich auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen. Ohne funktioniert das Ganze nämlich nicht. An der Stelle hier nochmal auch ein riesiges Dankeschön an alle, die Geld für die Welt schon in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Damit genug des Vorgeplänkels, wir gehen gleich rein in ZDF Frontal. Big Four, so groß ist die Macht der Wirtschaftsprüfer. Lehman Brothers, Wirecard, LuxLeaks, Cum-Ex. Die großen Wirtschaftsskandale unserer Zeit haben einen gemeinsamen Nenner. Kein Unternehmen und kaum eine Regierung kam mittlerweile ohne sie. Die vier größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Welt, die Big Four. Auch bekannt für Tipps zur aggressiven Steuervermeidung, ungenaue Bilanzprüfung, Unternehmens- und Regierungsberatung voller Interessenskonflikte. Die Big Four sind allgegenwärtig. Ihr Einfluss ist groß, ihre Nähe zur Politik ebenfalls. Viel Macht, um die es erstaunlich still ist. Hier sind drei Gründe, warum wir über die Big Four sprechen müssen. Grund 1. Skandale über Skandale. Die Big Four dominieren eindeutig den Markt, prüfen über 90% der deutschen börsennotierten Unternehmen. Ihre Bewertung entscheidet über Investitionen, ihre Regierungsberatung gestaltet Gesetze mit. Die Big Four, das sind Deloitte, EY, KPMG und PwC. Ohne die Big Four ist unsere Finanzwelt nicht denkbar. Genauso wenig denkbar ist allerdings auch ein Finanzskandal ohne ihre Beteiligung. Dabei sind sie eigentlich genau dafür da, falsche Bilanzen rechtzeitig zu erkennen und so Finanzskandale zu verhindern. Doch das hat offensichtlich in vielen Fällen nicht geklappt. Beispiel Lehman Brothers. 2008 löste die Insolvenz der Investmentbank eine globale Finanzkrise aus. Jahrelang hatte Lehman Brothers die eigenen Bilanzen schön gerechnet. Und die Wirtschaftsprüfer von EY hatten eine saubere Buchführung attestiert. Darauf verließen sich zahlreiche Investoren und Banken, bis die Blase platzte, Lehman pleite ging. Und das nicht ohne Kollateralschäden für den Finanzmarkt. Nichts geht mehr im Wall Street Casino. Der Staat, hieß es hier früher, sei nicht die Lösung, sondern das Problem. Heute ist er die letzte Rettung. Mit 480 Milliarden an Steuergeldern musste allein der deutsche Staat einspringen, um die hiesigen Banken zu retten. Beispiel 2. Wohlgemerkt, das ist natürlich übertrieben, ne? Es sind nicht 480 Milliarden Euro an Staats-, nicht Steuergeld, sondern Staatsgeldern tatsächlich geflossen, um die Banken zu retten, sondern die wurden als Garantien und so weiter ins Schaufenster gestellt. Gerettet wurden die Banken mit viel weniger. Und im Übrigen nicht die Eigentümer der Banken. Das wird ja häufig falsch verstanden. Also wer Eigentümer bei der Bank war, Aktionär, ja, Aktionär von der Deutschen Bank oder von der Commerzbank beispielsweise,
der hat mächtig gelitten. Ne? Der hat bis heute, müssen wir jetzt mal genau nachgucken, aber ich würde sagen, bis heute die Kursverluste in den Büchern stehen. Und der wurde nicht gerettet. Gerettet wurden beispielsweise diejenigen, die ihr Geld bei der Bank hatten. Ja, also die Bankkunden und die Bank als Geschäftsmodell, das wurde gerettet. Nicht allerdings die Eigentümer. Die Eigentümer mussten mit ihren Verlusten für ihre falschen Investitionen, Geldanlage schon leben. Ja, ist ein wichtiger Unterschied. Wird immer falsch verstanden. Bei Wirecard. Im Juni 2020 platzt die Bombe. 1,9 Milliarden Euro, die auf philippinischen Konten liegen sollen, existieren nur auf dem Papier. Das Wirecard-Haus bricht zusammen und muss Insolvenz beantragen. Jahrelang hatten die Wirtschaftsprüfer von EY die Bilanzen kontrolliert, eine saubere Buchführung attestiert. Trotz zahlreicher Hinweise hieß es auch hier, nichts zu beanstanden. Am Ende fehlten fast 2 Milliarden Euro. Und zahllose Investoren hatten Geld in eine eigentlich betrügerische Firma gesteckt. Die Beispiele offenbaren, die besten. Der Schaden, der dadurch entstanden ist, ist übrigens ein Vielfaches größer als dass da 2 Milliarden gefaked in den Büchern standen. Ne? Allein die Wirecard-Aktionäre haben 7 Milliarden Euro beim Insolvenzverwalter eingefordert. Darüber hinaus die ganzen Geschäftspartner, die geprellt wurden, die ganzen Lieferanten, die nicht mehr bezahlt werden konnten. Ne? Also viel, viel größer der Schaden. Und die Frage ist ja, haftet EY eigentlich dafür? Nein, denn es gibt für Wirtschaftsprüfer, auch wenn sie jahrelang wirklich blamabel daneben liegen, wie EY bei Wirecard, das sogenannte Haftungsprivileg. Es ist in Deutschland auch so großzügig wie kaum in einem anderen Land. Bei fahrlässigen Prüfungen, wie beispielsweise bei Wirecard, nicht vorsätzlichen, nehmen wir mal an, sondern fahrlässigen Prüfungen, haftet EY nur mit maximal nur bis maximal 4 Millionen Euro. Wenn da also 2 Milliarden in der Bilanz fehlen und die Aktionäre 7 Milliarden verlieren, dann haftet EY nur für 4 Millionen Euro, die an Schaden entstanden sind. Wobei, wohlgemerkt, EY selbst ein Konzern ist, der Milliardenumsätze macht. Das hat sich erst nach dem Wirecard-Fall immerhin geändert. Diese 4-Millionen-Grenze wurde angehoben auf jetzt 16 Millionen. Aber mal ehrlich, selbst 16 Millionen sind natürlich lächerlich niedrig bei einem Milliardenkonzern, der EY selber ist und einen anderen Milliardenkonzern, viele andere Milliardenkonzerne, besser gesagt, an der Börse kontrollieren soll. Ja? Das heißt, dieses Haftungsprivileg bei fahrlässiger Prüfung, das ist schon mal ein Ansatzpunkt, das auf jeden Fall zu erhöhen, denn ansonsten tut es einfach nicht genug weh, wenn man dort fahrlässig arbeitet. Sagen wir mal ehrlich. Der Witz ist ja, selbst als das rausgekommen ist, ist, dass EY bei Wirecard so verkackt hat, hat EY auch gleichzeitig noch fette Aufträge vom Staat bekommen. Ja, Jens Spahn hat als Gesundheitsminister EY mal Hals über Kopf reingeholt, als er mit der Maskenbeschaffung überfordert war. Ohne Ausschreibung wohlgemerkt, weil man damals gesagt hat, das ist hier so dringend. Und insgesamt hat EY damit rund 80 Millionen Euro an Staatsauftrag allein von Jens Spahn aus dem Gesundheitsministerium bekommen. Ja, obwohl die gleichzeitig bei EY so verkackt haben. Unglaublich. Ohne Ausschreibung wohlgemerkt. Ja, am Anfang ohne Ausschreibung. Hat erst ein halbes Jahr später ausgeschrieben, aber dann die Ausschreibung so gemacht, dass die nur auf EY passt. Also auch ein bisschen Pseudo-Ausschreibung. Die besten Wirtschaftsprüfer der Welt sind erstaunlich einfach zu täuschen. Oder sie schauen, wie manche vermuten, nicht genau genug hin. Carola Rinker beschäftigt sich seit Jahren mit den Big Four, war Sachverständige im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Sie kennt mögliche Fehler im System, zum Beispiel: Prüfer werden von denen bezahlt, die sie prüfen sollen. Stellen wir sich einfach mal vor, meine Studierenden würden mich direkt bezahlen und nicht die Hochschule, dann ist die Frage, wie streng ich bei der Benotung wäre, weil ich muss ja meine Brötchen irgendwie bezahlen können. Und da wäre möglicherweise ja auch der Anreiz da zu sagen, ich brauche das Honorar, um leben zu können. Dann bin ich vielleicht mal nicht so streng oder drücke ein Auge zu. Ja, das ist schräg. Ja, also die Prüfer müssten also in die Hand beißen, die sie füttern. Und es ist noch krasser.
Denn die Wirtschaftsprüfer, die testieren ja nicht nur die Bilanz beispielsweise, sondern die haben in sehr vielen Fällen gleichzeitig noch ein Beratungsmandat, beraten also das Unternehmen bei Steuergestaltung, bei rechtlichen Fragen, bei, weiß nicht, Prozessen, wo sie andere Unternehmen aufkaufen und, ja. Und das vergrößert ja diesen Interessenskonflikt nochmal. Ja, weil natürlich die Prüfer dann, wenn sie da zu streng sind, da ein Problem erzeugen, ihrem eigenen Kunden doppelt und dreifach wehtun. Ja, also auch Prüfung und Beratung, merken wir jetzt schon mal, das muss separiert werden. Das darf nicht sein. EY hat übrigens nach dem Wirecard-Skandal angekündigt, genau diesen Weg zu gehen. Aber bei der Ankündigung ist es geblieben. Die haben es am Ende doch nicht durchgezogen. Und nun ja, dann muss eben ein Gesetz das verlangen. Die strikte Trennung von Prüfung und Beratung. Ja, ein Unternehmen darf, ein Wirtschaftsprüfer darf nicht gleichzeitig beraten, wenn es die Bilanz prüft. Es dürfen einfach keine anderen Geldflüsse sein, weil sonst hat man immer diesen Interessenskonflikt. Ja. Das Mindeste wäre dann vielleicht zu sagen, naja, da müssen sich die Wirtschaftsprüfer eben aufspalten in Beratungsgesellschaften und Prüfungsgesellschaften. Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Die Bilanzexpertin nennt ein Beispiel. Für EY war Lehman Brothers auch ein wichtiger Kunde, also prozentual am Umsatz. Und das könnte natürlich dazu geführt haben, dass man da vielleicht nicht hinreichend auf die Risiken hingewiesen hat. Doch nicht nur das Prüfgeschäft kann mit Interessenskonflikten verbunden sein. Wir treffen Gian Kuskaya. Er hat jahrelang als forensischer Ermittler bei KPMG gearbeitet. 2023 wendet er sich an Frontal. KPMG soll mögliche Deals mit Russland nicht ausreichend untersucht haben. Die letzten Schritte vor der Enthüllung. Dieser Mann wird zum Whistleblower. Deckt auf, was geheim bleiben sollte. Seine Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um Rüstungsdeals in Millionenhöhe. Natürlich fällt es mir sehr schwer, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber letzten Endes hat sich gezeigt, dass, wenn ich nichts dazu sage, der Sachverhalt vielleicht nie mehr ans Tageslicht kommt. Auch heute ist es ihm wichtig, aufzuklären. Er will auf mögliche Schwachstellen hinweisen. Die gibt es auch beim Beratungsgeschäft der Big Four. Denn das boomt. Die Beratungsgeschäfte sind insgesamt lukrativer, weil dort natürlich höhere Margen generiert werden können. Und auch gemessen am Umsatz ist der Anteil auch höher. Mittlerweile höher, deutlich gestiegen. Also das ist das Wachstum, das ist der Wachstumsarm der ganzen Wirtschaftsprüfer, nicht so sehr die Prüfung selber. So könnten Wirtschaftsprüfer versuchen, über einen Prüfauftrag später den lukrativen Beraterposten zu bekommen. Problematisch wäre es beispielsweise, wenn der Wirtschaftsprüfer toleranter bei der Prüfung der Bilanzen wäre, weil er sich durch ein Beratungsgeschäft bei demselben Kunden beispielsweise Umsätze erhofft. Seit dem Wirecard-Skandal ist zwar die gleichzeitige Beratung und Abschlussprüfung von Unternehmen verboten, jedoch nur, wenn das Unternehmen von öffentlichem Interesse ist oder an der Börse notiert. Dann gibt es da noch das Bonussystem. Hier winken den einzelnen Prüfern enorme Prämien. So schreibt das Prüfunternehmen Deloitte in seinem Transparenzbericht. Muss man sich aber überlegen, ja, es brauchte erst diesen Jahrhundertskandal Wirecard, damit man checkt, dass dieser Interessenskonflikt wirklich krass ist und in der Art und Weise besteht. Dabei war es vorher schon offensichtlich und es hätte auch vorher schon genug Beispiele gegeben. Der variable Teil der Vergütung lag im Durchschnitt bei ca. 30% des Festgehalts. Also 30% gab es als Erfolgsprämie obendrauf. Damit nicht genug. Für leitende Angestellte, sogenannte Partner, fallen die Boni noch fetter aus. Auf jeden Euro, den ein Deloitte-Partner verdiente, kamen 3,60 Euro als Bonus dazu. Für 100.000 Euro Gehalt im Jahr 360.000 on top. Hui. Nicht so schlecht. Es ist grundsätzlich erstmal ein völlig legitimes Geschäftsmodell. Nur es muss natürlich auch sicherlich zum Nachdenken anregen, denn es ist durchaus eine Gefahr bei diesen finanziellen Abhängigkeiten, dass eben auch die Unabhängigkeit hinten runterfällt. Satte Prämien auf der einen Seite. Getäuschte Anleger, Milliarden an Steuergeldern für die Bankenrettung auf der anderen. Immer wieder geraten die Big Four in die Schlagzeilen.
Die Konsequenzen? Ziemlich überschaubar. Einige Strafzahlungen, wenige Sanktionen. Und trotz all dieser Skandale holt sich auch die Politik regelmäßig die Big Four zu Hilfe. Und das führt uns zu Grund 2. Bevor wir zur Nähe zur Politik kommen, wo auch einiges zu sagen ist. Es ist auch so, dass es früher vor dem Wirecard-Skandal so war, dass die Wirtschafts-, dass die Unternehmen, ihre, die börsennotierten Unternehmen, ihre Wirtschaftsprüfer nur alle 10 Jahre wechseln mussten. Das heißt, ist man als Wirtschaftsprüfer einmal bei einem Unternehmen drin, kann man sich schön den Lenz machen und hat dann einen richtig fetten Auftrag sicher. Besser wäre natürlich gerade von bei börsennotierten Unternehmen von öffentlichem Interesse, die Augen, die auf die Abschlüsse gucken, häufiger zu wechseln. Immerhin seit 22, jetzt nach dem Wirecard-Skandal, hat man das halbiert. Alle 5 Jahre mehr muss gewechselt werden. Ja, also nach 5 Jahren muss dann EY raus und dann kommt wer anders. Aber ist das genug? Weiß es nicht. Ja? Es gibt dann noch den viel besseren Vorschlag, um all das zu lösen, dass man sagt, all die börsennotierten Unternehmen beispielsweise, die zahlen Geld in einen Topf ein und über diesen Topf verfügt eine unabhängige Behörde und die bestimmt, Losverfahren oder was auch immer, welcher Berater oder welcher Wirtschaftsprüfer besser gesagt, dann die Unternehmensbilanzen von welchem Unternehmen testiert. Ja, also so ein Umlageverfahren sozusagen, damit man einfach dieses, ja, damit dass die, dass diesen Interessenskonflikt, dass die Prüfer gleichzeitig das Geld von denen bekommen, die sie zu prüfen haben, dass das einfach wegfällt. Ja. Ich glaube, das wäre ein sehr großer Schritt und viel weitergehender, als jetzt einfach beispielsweise die Zeit von 10 auf 5 Jahre zu halbieren. Nähe zur Politik ist groß. Zu groß? Beispiel Bundeswirtschaftsministerium. Das steht vor der bürokratischen Herkulesaufgabe Energiepreisbremse. Die Anträge hochkompliziert, deren Prüfung ebenso. Für das Ministerium zu aufwendig, stellte sich heraus. Nachdem viele staatliche Institutionen abgesagt hatten, holte sich das Wirtschaftsministerium die Big Four ins Haus. Und zwar die Wirtschaftsprüfer von PwC. Denen überträgt Wirtschaftsminister Habeck die Prüfung und Bearbeitung der Anträge. Damit wird PwC zu einer mächtigen Prüfbehörde. Mit solchen Aufträgen verdienen die Big Four nicht nur viel Geld. Sie gewinnen auch jede Menge sensible Informationen. Und Wissen ist bekanntlich Macht. Und was sagt PwC dazu? Auf Anfrage schreiben sie: Die Befürchtungen sind unbegründet. Richtig ist, dass für uns die Einhaltung von Gesetzen, Normen und berufsüblichen Standards mittels sogenannter Ethical Walls selbstverständlich ist. Ah ja, bla bla bla, Ethical Walls. Was bei PwC, die bringen über ganz, überhaupt ganz viele Aufträge vom Wirtschaftsministerium, ein noch krasserer Fall ist, finde ich, dass PwC 2020 noch darüber entschieden hat, dass die KDW-Gruppe, diese Luxuskaufhausgruppe von René Benko, 90 Millionen Euro Bürgschaft vom Staat bekommen hat. Ein Teil vom Bund, ein Teil von 3 Ländern, Bayern, Berlin und ich meine Hamburg waren es. 90 Millionen Euro, ja, das hat PwC für den Staat geprüft. Und jetzt wiederum, ja, die Pleite ist, Insolvenz ist, wo also möglicherweise diese Millionen vom Staat im Feuer stehen, der Staat also das Geld verliert, geht PwC hin und berät René Benkos KDW-Gruppe bei der Insolvenz. Ja, also erst bestimmt man quasi, beeinflusst man und entscheidet man mit darüber, dass der Staat eine Bürgschaft vergibt und dann, wenn die Frage ist, ob diese Bürgschaft wirklich in Flammen steht, weil ein Unternehmen pleite gegangen ist, ja, oder vor der Pleite steht, dann geht man zu dem Unternehmen und sagt, komm, jetzt beraten wir euch auch nochmal. Also wenn das kein Interessenskonflikt ist, ja, wenn das nicht doppelte Loyalitäten bedeutet, ja, was denn dann, mal ehrlich. Das Gleiche war während der Corona-Krise, als es um
Hilfen für die Lufthansa ging. Ja, da hat PwC einen Beratungsauftrag bei der Lufthansa gehabt und über diese Corona-Hilfen mitberaten. Also ganz viele doppelte Loyalitäten immer und immer wieder. Die Versuchung, mit dem Wissen aus der Regierungsberatung woanders Geld zu machen, ist groß. Wie groß, zeigt ein Beispiel aus Australien. Seit 2013 beriet PwC die australische Regierung beim Entwurf eines neuen Steuergesetzes. Die dabei erhaltenen vertraulichen Informationen wussten sie auch anders zu nutzen. PwC warb damit um neue Kunden und empfahl diesen, ihre Steuerangelegenheiten neu zu regeln, um möglichst viele Steuern nicht an den australischen Staat zu zahlen. Tja, wer hätte damit gerechnet? Und was meint ihr, wie häufig das passiert, ohne dass wir davon was mitbekommen? PwC verdiente damit zusätzliche Millionen, bis die Sache aufflog. Der daraufhin neu ernannte PwC-Vorstandschef in Australien musste sich vor dem Senat erklären. The failures identified should never have been allowed to take place. What happened is totally unacceptable. For this, I am sorry. And PwC Australia is sorry. Eine Entschuldigung. Und das. Alles klar, macht ja nichts, ne? Jeder hat zwei Chancen verdient. Versprechen, sich zu bessern. Doch eins steht fest. Während die Big Four an einer Stelle für sehr viel Geld den Staat dabei beraten, Steuern einzutreiben, nutzen sie immer wieder genau dieses Wissen, um dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Steuern an den Staat fließen. Ein weiteres Beispiel: LuxLeaks. Über Steuersparmodelle hatten ausländische Großkonzerne ihre Gewinne in Luxemburg abgerechnet, zu Steuersätzen von teilweise gerade einmal 1%. Entwickelt hatten diese Steuermodelle PwC. Durchgewunken wurden sie vom luxemburgischen Staat. Die Folge: viele Milliarden weniger Steuereinnahmen. Die Big Four arbeiten oftmals fleißig daran, Steuerflucht zu optimieren. Das führt jedoch keineswegs dazu, dass die geschädigten Staaten die Wirtschaftsprüfer nicht mehr beauftragen. Denn ohne sie geht es scheinbar nicht. Die EU-Kommission zahlte allein 2020 über 150 Millionen Euro für Beratungsleistungen an die Big Four. Auch der deutsche Staat zeigte sich unbeeindruckt. Die Liste der Staatsaufträge an die Big Four ist lang. Sehr lang. Zwei Beispiele. Ursula von der Leyen gab als Verteidigungsministerin allein 2019 154 Millionen Euro für Berater aus, darunter auch KPMG. Der ehemalige Gesundheitsminister Spahn bezahlte EY viele Millionen, um ihn bei der Besorgung von Schutzmasken zu beraten. Allein viele Millionen bedeutet in dem Fall übrigens 80 Millionen insgesamt. Von 2015 bis 2020 wurden Aufträge in Höhe von ca. 400 Millionen Euro an die Big Four vergeben. EY, die Wirecard über Jahre falsch testierte, strich davon 57 Millionen Euro ein. Steuergelder, die an dieselben Firmen gehen, die an anderer Stelle Ideen entwickeln, wie möglichst wenige Steuern an den Staat gezahlt werden. Die Nähe zu Politik und Großkonzernen macht die Big Four sehr mächtig. Und das scheint auch so zu bleiben. Grund 3. Die Macht der Big Four scheint ungebrochen. Rückblick 2011. Als EU-Kommissar Michel Barnier die Big Four bändigen wollte, folgte ein beispielloser Ansturm der Lobbyisten. Der Kabinettschef von Barnier kommentierte das so. Wir dachten, was Lobbying angeht, hätten wir schon alles gesehen. Aber was wir mit dem Big Four erlebt haben, war die Mutter allen Lobbyings. Die Mutter allen Lobbyings beerdigte schließlich Barniers Versuch, die Big Four zu beschränken. Und das auch, weil sie dabei schlagkräftige Unterstützung hatte. Und zwar von der damaligen Bundesregierung. Dort hielt man die Pläne der EU für zu bürokratisch und zu weitreichend. Auch noch 2019, kurz nach Bekanntwerden des Cum-Ex-Skandals, sah die Bundesregierung, Zitat, derzeit keinen Bedarf, gesetzgeberische Konsequenzen hinsichtlich der Regulierung von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland zu ziehen. Schlecht gealtert, kann man nur sagen. Solange die Big Four so mächtig sind, wird es mit den Reformen wohl schwierig. Wenig überraschend, um die steht es weiterhin nicht gut. Doch ob es mit Reformen getan wäre, ist ohnehin fraglich. Was man nicht verordnen kann, sind ethische und moralische Grundsätze.
Das heißt also, wir können die Haftung weiter verschärfen und noch viel strengere Reformen durchführen. Aber die Frage ist, wird das wirklich ein nächstes Wirecard verhindern? Auch Gian Kuskaya sieht den Ball bei den einzelnen Prüfern. Das naheliegendste wäre hier, an die Mitarbeiter selbst zu appellieren. Und da wäre sicherlich der Punkt zu sagen, dass das, was die Big Four nach außen hin tragen, verkaufen, nämlich gesellschaftliches Vertrauen zu schaffen, Ethik und Wertegrundsätze im Berufsalltag eben mitzubringen, dass diese Punkte auch konsequent von den Mitarbeitern gelebt werden. Ob die Big Four diese Unternehmenskultur wirklich leben und nicht nur predigen wollen, ist zu bezweifeln. Klar ist, die Missstände sind groß. Mindestens genauso groß ist aber auch der Bedarf an guten Wirtschaftsprüfern. Denn ohne die läuft in unserem Wirtschaftssystem wirklich nichts. Umso wichtiger, dass sie ihren Job machen und richtig prüfen. Ob das im momentanen System der Big Four überhaupt möglich ist, ist fraglich. Wie könnte ein vertrauenswürdigeres Wirtschaftsprüfsystem also aussehen? Schreib's uns in die Kommentare. Also, ich muss ja sagen, darauf zu vertrauen, dass die Prüfer selber ethischer handeln, ja, das ist wirklich blauäugig. Und auch an deren Mitarbeiter zu appellieren, halte ich für einen naiven Vorschlag. Es braucht strenge Regeln und Gesetze, beispielsweise Beratung und Prüfung trennen, diese umlagefinanzierte Prüfung, wo die Unternehmen, die geprüft werden, Geld in den Topf einzahlen, eine unabhängige Regulierungsbehörde per Zufallsprinzip Prüfer und börsennotierte Unternehmen zusammenbringt, natürlich das Haftungsprivileg aufweichen, ja, damit. Also, die verdienen sehr viel Geld damit, also sollen sie auch gerade stehen, nicht nur bis zu 4 bzw. mittlerweile 16 Millionen Euro, wenn was schief geht. Das alles müsste man machen. Gleichzeitig aber natürlich auch die staatlichen Behörden, die das Ganze prüfen, stärken. Das ist zum einen die BaFin, die dann beispielsweise bei Wirecard selber früher hätte durchsteigen sollen. Aber es gibt sogar eine Behörde, die Abschlussprüfer beaufsichtigt. Das ist die APAS, die Abschlussprüferaufsichtsstelle ist es, glaube ich, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Über die wurde auch recht prominent im Wirecard-Skandal gesprochen. Da muss natürlich viel mehr Personal hin, die das selber kontrollieren können bei so riesigen Unternehmen, die dann testiert werden, die selber auch forensische, kriminalistische Expertise haben müssen, um Betrug beispielsweise aufzudecken. Ohne geht es leider nicht. Wer sich nochmal in Sachen Maskendeals von Jens Spahn aufschlauen möchte, der kann das selbstverständlich auch bei Geld für die Welt im Newsletter machen, denn ich habe schon mal darüber geschrieben. Betrügerische Maskenmillionäre. Aufhänger war damals immer Finn Kliemann. In dem Zusammenhang habe ich nochmal die krummen Deals von Spahn, Tandler und den Jungunternehmern Emix beschrieben und auch, naja, den EY-Auftrag, den Jens Spahn verteilt hat, nachdem er die Maskendeals so verkackt hat. Übrigens laufen bis heute Klagen gegen diese Beschaffungsmaßnahmen von Jens Spahn. Die belaufen sich auf rund 1 Milliarde Euro Gegenwert, wo geprellte Lieferanten gegen Jens Spahn vorgehen. Und ich habe zuletzt nochmal einen anderen Beraterskandal hier auf YouTube besprochen. 40 Millionen Beraterskandal bei Staatsunternehmen. Da geht es um die Tochter des russischen Gasriesen Gazprom. Die wurde nämlich unter Treuhandschaft gestellt der Bundesnetzagentur. Und naja, da hat die Boston Consulting Group einen goldenen Deal abschließen können. Checkt das gerne aus. Die Links packe ich euch entsprechend ins Video. Jetzt aber die Frage an euch. Was meint ihr? Was müsste getan werden? Welche Regulierung braucht es, um die Big Four an die Leine zu nehmen? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber weiter diskutieren. Ansonsten, ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich danke euch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut. Ciao, ciao.